Jack, was ist passiert? Das ist ja grauenhaft. Ja, und wem habe ich das zu verdanken? Jedenfalls nicht Elizabeth. Der Organisation 13. Die stecken hinter all dem. Wo sind die wohl hin? Wo sind sie wohl hin? Der Mann mit der Kapuze hat die Piraten und seine Kreatur mit in ein seltsames Loch genommen. Wir haben aus dem Kapitänsquartier gesehen, wie sie verschwunden sind. Sie zu bekämpfen ist euch wohl nicht in den Sinn gekommen. Ich bin kein Narr. Ich wusste, dass ich nichts gegen sie ausrichten kann. Dem ist wohl so. Sora, ich denke, wir brauchen eure Hilfe. Alles klar. Wir müssen zuerst die Medaillons finden. Ohne sie kann der Fluch nicht gebrochen werden. Und die Kreatur bleibt unverwundbar. Zum zweiten Mal jetzt. Versenkt den Schatz doch einfach im Meer, dann ist Ruhe. So, wohin? Das ist die Frage. Wir müssen wahrscheinlich jeden einzelnen Stein umdrehen für diese Medaillons, was? Der Schiffsfriedhof ist neu. Ich frag mal hier nach, wo ich vielleicht so hin sollte. Wo sollen wir anfangen? Wo könnten sie jetzt nur sein? Sollten uns besser beeilen und was hast du zu sagen? Isla de Muerta, der Schiffsfriedhof. Gruselige Orten haben es dem Monster wohl angetan. Okay, also gehe ich einfach dahin und suche. Dann würde ich sagen, gehen wir zuerst einfach mal zum Schiffsfriedhof und schauen mal, ob es dort noch mehr Medaillons gibt. Hol dir das. What? Wo war der denn? Was zum Geier war das? Okay, das geht von meiner Zeit ab. Nein, jetzt bin ich der Herzlose. Oder, naja gut, ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Herzloser bin. Mal gut, Schattensora auf jeden Fall. Oh, und da kann ich nicht mal Kisten öffnen mit. Na gut. Dann kann ich auch aus der Form wieder rausgehen. Das ist ja bescheuert. Mann. Dammit. So, ich will mich eigentlich gar nicht zu lange mit den anderen beiden da beschäftigen, sondern möchte eigentlich nur das Medaillon zurückholen, dann kann ich mich mit den anderen beiden immer noch beschäftigen. So, jetzt haben wir es hier nicht nur mit Piraten zu tun, sondern auch noch mit starken Piraten. Oh, starke, unverwundbare Piraten, ja, das ist doch eine geile Kombi. Gott, komm her. Mann. Herr im Himmel. Thank you.
So, ich schätze mal, das letzte Medaillon ist dann, das letzte Medaillon ist dann wohl... Oh, wie heißt's? Isla de Muerta. Auf Isla de Muerta. Level-Ups gefallen mir. Meine Güte. Das ist so dermaßen nervig, dass man diese Piraten einfach nicht besiegen kann, wenn sie nicht in diesem blöden Mondlicht rumstehen. Das nervt so dermaßen. Aber gut, lasst uns zur Isla de Muerta aufbrechen und dort das letzte Medaillon finden. Und dann hoffentlich diesen Fluch brechen und auf ewig aus Port Royal verschwinden. Aber zuerst mal müssen wir hier natürlich nochmal gegen Piraten kämpfen. Hier auf einem Schiff, auf dem es nicht allzu viel Mondlicht gibt, aber immerhin mehr als auf der Insel vorhin. Beziehungsweise auf dem Schiffsfriedhof vorhin. So, mein Guter, oder meine Gutin, was macht ihr denn hier unten? Okay, das ist eventuell zu viel verlangt. Verdammt. Denn niemand hatte es aber auch eilig. So, ist er jetzt wieder da? Ist er immer da? Ja, alles klar. Gut.
In dem Fall, meine Guten, wechsle ich nämlich schon mal in die Heldenform. Dann geht das Ganze hier nämlich um einiges schneller. So. Geht doch. That's four medallions. We got them all. But where's the chest? If we find the hooded man, we'll find it. Probably in Port Royal. Why's that? Organization 13 is after people's hearts, so they're gonna go wherever there's lots of people. They'll hurt the townsfolk? No, they're bringing them flowers, mate. I don't know who these organizers are, but I will say they're making we pirates look like proper gents. Well, Jack, then we have to help. Then let go and hold a run free. Na dann, auf Pirat. Now to break that curse. The curse! It's gone! Then what's this? Oh, I understand. Jack must have been cursed by that monster, not from taking the gold. Oh, I've no worries then. It's okay, Jack. We'll just have to defeat the monster, that's all. Get the gold! Benutze Magie. Oh, das gefällt mir jetzt so gar nicht. In dem Fall wechsle ich doch einfach mal zur Waisenform. Das nutzt Magie, oder? Oder auch nicht? Aber ich kann Magie nutzen. Das ist äußerst praktisch in der Waisenform. So, ein paar Medaillen sind wohl noch übrig. So. Legen wir die zurück und greifen den Herzlosen an. Das ist ja, das ist, muss ich zugeben, jetzt ein interessanter Kampf eigentlich. Zumal er hier ja eigentlich jetzt nicht so schwierig zu besiegen ist. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich das vorhatte. Das hat so gar nicht funktioniert, wie ich das vorhatte. Hey, das ist uncool. Was mache ich denn dagegen? Ah, okay. Ich gehe zu ihm hin und pariere. Okay. I did not know. Na gut, das Ganze wurde gerade etwas schwieriger. Thank you.
Ah, und angreifen bringt ihm tatsächlich was, beziehungsweise angreifen bringt mir was. Denn dann kann ich meinen... Krieg ich Magiekugeln zurück, was auch ziemlich praktisch ist. Wir sehen davon, dass ich jetzt eventuell alle... Ah, dammit! Ich hatte alle. So, diesmal kann ich parieren. Und wahrscheinlich sogar alle Medaillen hier zurücksammeln. Oh, perfekt. So, wo ist er? Komm her. Du Fiesling. Ich lasse dich nicht nochmal so viele Münzen stehlen. Vor allem nicht, weil ich jetzt weiß, wie ich dich parieren kann. Wow, wow, was zum Geier ist das hier? Oh. Okay. Autsch. Autsch. Donald, ich habe gerade keine Magie, wenn du mir helfen könntest. Okay, nee, du kannst mir nicht helfen. Natürlich kannst du mir nicht helfen. Er hat alle 800 Münzen gestohlen. Oh. Also fast alle 900 Münzen. Oh, das kann sich dann ja noch ein bisschen hinziehen. Wobei Blitzer hier definitiv mehr taugt als Eis. Muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. So, die Kombination aus Eis und Blitz, die haut ordentlich rein. Oh, perfekt. Also es war perfekt, dass Donald mich hier geheilt hat. Und was nicht so cool war, war, dass der hier jetzt versucht hat, die Medaillons wieder zu stehlen. Allerdings würde ich sagen... Ach, dammit. Dammit. Lass dich einfrieren. Oh, und lass mich vor allem hier weg. Hat's gereicht? Nee, natürlich hat's nicht gereicht. Das war auch klar irgendwo. Oh. Ah, was ich jetzt erst sehe, ist, dass ich... sehe, wie viele Münzen... Ich habe die ganze Zeit gerechnet mit Sora. Was überhaupt nicht... Ah, ich habe ein wenig zu früh hier gewechselt, glaube ich. Der Gute hat noch ein paar Münzen, die hier irgendwo rumliegen. Ah, da oben liegen Münzen rum. Oh, na super. Jetzt habe ich die Heldenform völlig, völlig... umsonst eingesetzt. Ach, Mist. Du Sack. Glaubst du aber, dass das trotzdem hier zu deinem Tod führt, mein Freund? So, jetzt ist die Frage, wie bringe ich es jetzt hier zu Ende, weil... Okay, doch so. Alles klar. Und ich habe Magnetra.
erhalten. Das heißt, wir können gleich nochmal zu Atlantica. Ha, warum hat das gerade nicht funktioniert? Weil ich in der Form war? Ich habe keinen Plan. All better. And not quite, mate. Sora! Bravo! Just who was that chap? He is part of an organization that's collecting hearts. First, they release Heartless into different worlds. We defeat those Heartless, then they get the hearts. We're never gonna stop them like this. What's the plan, then? We gotta find their stronghold and finish them off, once and for all. Sailing these waters, I've heard some tales, but not a one like this. Is there any way we can help? Anything at all. There is. Ah, schön, dass sie jetzt auf mich hören und den Schatz endlich im Meer versenken, so wie sie es gehört. It's certain we don't need the likes of that hooded fellow and the Heartless about. They'll ruin the market for us true pirates. So that's why you went to Port Royal. And we thought you actually wanted to save everyone. A pirate always looks to profit, Miss Swan. Too bad. You had us going there thinking you'd turned over a new leaf. The question is, what's beyond the leaf, savvy? Oh yes, a reward. And what'll it be? That lovely blade of Sora's. Huh? Okay, sure. Hold on, that was far too easy. What's the rub? Now there, you see? Well, you've always got the pearl, Jack. That I do. But someday I'll gather a bloodthirsty crew and come to take that blade. Chance by then, I'll have the way to wield it. And if I succeed, I'll ask you two to join me. That'd be reward enough. Done. Maybe someday Jack will be able to use the Keyblade after all. Why's that? He and Sora are kind of alike, don't you think? Are not? Some say Jack Sparrow's the worst pirate ever to sail the Spanish Main. No one could really mean that. Right. We know he's the best. I hope we'll get to see him again.